Herzlich willkommen zum Jahrgangselternabend im zweiten Halbjahr des achten Jahrgangs. Heute möchte ich Ihnen noch einmal etwas über die Abschlussregelung erzählen. Zudem wird es thematisch um Neuerungen im neunten Jahrgang sowie das Praktikum gehen. Seit Beginn des achten Jahrgangs bekommen unsere Schülerinnen und Schüler Noten. Hierbei gilt der Grundsatz, dass es fachspezifische Gewichtungen von Unterrichtsinhalten gibt. Das heißt, dass die mündliche Mitarbeit, schriftliche Leistungen sowie fachspezifische Leistungen nach bestimmten Prozentsätzen miteinander verrechnet und gewertet werden. Wenn Sie hierzu nochmal genauer nachlesen wollen, schauen Sie auf unserer Homepage in das Dokument Grundsätze der Leistungsbewertung. Bei Klassenarbeiten gelten fächerübergreifend die identischen Prozentwerte für die Vergabe von Zensuren. Diese können Sie der unten stehenden Tabelle entnehmen. Nun werde ich Ihnen wiederholend etwas zur Unterrichtsstruktur und zu den Abschlussmöglichkeiten an unserer IGS-Zelle erzählen. Eine detaillierte Übersicht finden Sie auf unserer Homepage im Download-Bereich unter dem Stichwort Abschlussregelung. Grundlage für die erstellte Übersicht ist die Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich 1 der allgemeinbildenden Schulen einschließlich der freien Waldorfschulen sowie der Erlass die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 der integrierten Gesamtschule vom 01.08.2014. Wir starten an unserer Schule in Jahrgang 5 und in Jahrgang 6 gibt es dann zum ersten Mal die Möglichkeit, eine zweite Fremdsprache zu wählen. Hier kann man auswählen zwischen Französisch, Spanisch und Latein. In Jahrgang 7 erhalten die Schülerinnen und Schüler Kurszuweisungen in den Fächern Englisch und Mathematik. Der Unterricht findet in allen Fächern binnendifferenziert statt. In Jahrgang 8 erfolgt der Unterricht weiter in binnendifferenzierter Form in allen Fächern und die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Kurszuweisung im Fach Deutsch. In Jahrgang 9, also im kommenden Schuljahr, folgt die letzte Kurszuweisung im Fach Naturwissenschaften. Zudem ist eine Besonderheit, dass der Mathematikunterricht in äußerer Differenzierung stattfindet. Das heißt, die Schüler werden nicht mehr im Klassenverband in diesem Fach unterrichtet, sondern nach E- und G-Kurs äußerlich differenziert. Am Ende von Jahrgang 9 können die Schülerinnen und Schüler ihren ersten Abschluss erhalten, den Förderschulabschluss nach Jahrgang 9 oder den Hauptschulabschluss. In Jahrgang 10 wird die äußere Differenzierung im Fach Mathematik fortgeführt. Zum Ende des 10. Jahrgangs haben die Schüler die Möglichkeit, den Sekundarabschluss 1 Hauptschulabschluss zu erreichen oder aber den Sekundarabschluss 1 Realschulabschluss oder aber den erweiterten Sekundarabschluss 1, also den erweiterten Realschulabschluss, der dann dazu berechtigt, eine gymnasiale Oberstufe zu besuchen. Auch bei uns an der Schule gibt es die Möglichkeit, in die Oberstufe zu gehen. Hier erhält man nach der 12. Klasse den schulischen Teil der Fachhochschulreife und nach der 13. Klasse nach erfolgreichem Abschluss das Abitur. Wir werden jetzt gemeinsam noch einmal einen Blick darauf werfen, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um nach Jahrgang 9 oder nach Jahrgang 10 einen Abschluss zu erreichen. Hierbei spielen die Kurszuweisungen in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften eine große Rolle.
Differenziert wird in diesen Fächern auf dem grundlegenden Niveau, was einem G-Kurs entspricht, und dem erhöhten Anforderungsniveau, was einem E-Kurs entspricht. Wie bereits erwähnt, kann nach Klasse 9 ein Förderschulabschluss oder ein Hauptschulabschluss erreicht werden. Um einen Förderschulabschluss zu erreichen, gelten zunächst einmal die Bestimmungen gemäß dem Curriculum der Förderschule Lernen. Wichtig ist, dass in allen Fächern mindestens die Note 4 steht und dass die Note 5 und 6 in der zweiten Fremdsprache unberücksichtigt bleibt. Beim Hauptschulabschluss nach Klasse 9 gilt, dass auch hier alle Fächer mindestens mit der Note 4 abgeschlossen werden müssen und dass die Note 5 und 6 in der zweiten Fremdsprache unberücksichtigt bleibt. Bei den Abschlüssen nach Klasse 10 werden die Kurszuweisungen wichtig. Um einen Hauptschulabschluss nach Jahrgang 10 zu erhalten, muss man entweder 4G-Kurse haben oder aber einen E-Kurs und 3G-Kurse. Und in diesen Kursen muss mindestens die Note 4 erreicht werden. In allen weiteren Fächern muss auch die Note 4 stehen. Um diesen Hauptschulabschluss zu erreichen, bleibt die Note 5 und 6 in der zweiten Fremdsprache weiterhin unberücksichtigt. Um einen Realschulabschluss nach Jahrgang 10 zu erreichen, muss die Voraussetzung erfüllt sein, dass mindestens zwei E-Kurse erreicht wurden und zwei G-Kurse oder aber drei E-Kurse und ein G-Kurs oder aber vier E-Kurse, wobei die E-Kurse mindestens mit der Note 4 und die G-Kurse mindestens mit der Note 3 abgeschlossen werden müssen. In allen übrigen Fächern muss mindestens die Note 4 stehen und zweimal muss mindestens die Note 3 oder aber besser stehen. Hier findet die zweite Fremdsprache das erste Mal Berücksichtigung. Um einen erweiterten Sekundarabschluss 1, also einen erweiterten Realschulabschluss zu erhalten, muss der Schüler oder die Schülerin mindestens drei E-Kurse erhalten haben und einen G-Kurs oder aber vier E-Kurse. Bei den drei E-Kursen und einem G-Kurs muss in den E-Kursen mindestens die Note 3 und in dem G-Kurs mindestens die Note 2 erreicht werden. Bei 4E-Kursen müssen drei der E-Kurse mindestens die Note 3 und ein E-Kurs mindestens die Note 4 umfassen. In den übrigen Fächern muss mindestens die Note 4 und im Durchschnitt mindestens die Note 3 erreicht werden. Bei Unterschreitung der Mindestanforderungen können Ausgleichsregelungen angewendet werden. Diese sind auf der folgenden Seite aufgeführt. Wenn die Mindestanforderungen in nur einem Fach um eine Notenstufe unterschritten werden, ist kein Ausgleich nötig. Wenn in zwei Fächern die Mindestanforderungen um eine Note unterschritten werden, erfolgt ein Ausgleich durch zwei Ausgleichsfächer mit Überschreitung der Mindestanforderung um eine Notenstufe. Hier ist der Beschluss der Klassenkonferenz notwendig. Bei der Unterschreitung der Mindestanforderungen in einem Fach um zwei Notenstufen ist ein Ausgleich möglich, wenn in einem Ausgleichsfach eine Überschreitung um zwei Notenstufen oder
in zwei Ausgleichsfächern eine Überschreitung um eine Notenstufe erreicht wird. Auch hier ist ein Klassenkonferenzbeschluss notwendig. Weitere Regelungen zu den Ausgleichsfächern sind folgende: Die Stundenzahl des Ausgleichsfachs darf nur um eine Stunde geringer sein als die Stundenzahl des auszugleichenden Fachs. Wahlpflichtkurse und Wahlfächer können Ausgleichsfächer sein. Deutsch, Fremdsprache und Mathematik können nur untereinander ausgeglichen werden. Nach Jahrgang 9 und Jahrgang 10 bzw. nach Jahrgang 9 oder Jahrgang 10 sind Abschlussprüfungen angesetzt. Bei der Abschlussprüfung nach Klasse 9 erfolgt eine schriftliche Prüfung in den Fächern Deutsch und Mathematik, wobei der Gegenstand der schriftlichen Prüfung die Themenbereiche und Sachgebiete des Schuljahres sind, in dem die Prüfung stattfindet. Darüber hinaus muss der Schüler oder die Schülerin eine mündliche Prüfung in einem Fach nach Wahl ablegen. Im 9. Jahrgang erfolgt hierzu eine Beratung und auch eine Elternabfrage, da nicht alle Schülerinnen und Schüler an der Abschlussprüfung nach Jahrgang 9 teilnehmen. Bei der Abschlussprüfung nach Klasse 10 werden die Schülerinnen und Schüler schriftlich in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch geprüft. Darüber hinaus müssen Sie eine mündliche Prüfung im Fach Englisch ablegen und eine mündliche Prüfung in einem weiteren Fach nach Wahl. Auch hier sind Gegenstand der schriftlichen Prüfung die Themenbereiche und Sachgebiete des Schuljahres, in dem die Prüfung stattfindet, sprich die Inhalte des 10. Jahrgangs. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. In Jahrgang 9 erfolgt eine zusätzliche Kurszuweisung im Fach Naturwissenschaften. Es erfolgt eine äußere Differenzierung im Fach Mathematik, bei der die Schüler des G- und des E-Kurses getrennt voneinander in separaten Kursen unterrichtet werden. In den anderen Fächern, in denen es Kurszuweisungen gibt, also in Deutsch, Englisch und Naturwissenschaften, bleibt das Prinzip der Binnendifferenzierung weiterhin bestehen. Bezüglich der Hauptschulabschlussprüfung nach Jahrgang 9 werden im laufenden Schuljahr durch die Tutorinnen und Tutoren Beratungsgespräche geführt. Weitere Neuerungen in Jahrgang 9 sind, dass die Klasse von nur noch einem Tutor oder einer Tutorin betreut wird, die zum Halbjahr ein BC durchführt, das Bilanzierungsgespräch zum Ganzjahr entfällt in Jahrgang 9. Auch in Bezug auf die Organisation der Lernbüros ändert sich etwas. Und zwar ist es so, dass die Fächer, die bisher im Lernbüro unterrichtet wurden, nun im Klassenverband unterrichtet werden. Zu Beginn von Jahrgang 9 findet das Praktikum statt, und zwar im Zeitraum zwischen dem 13. und 24. September 2021. Hierzu sind Ihnen bereits Informationsschreiben und Formulare zugegangen. Diese finden Sie auch weiterhin im Elternbriefportal. Aufgrund der Pandemie ist die Frist zur Praktikumsplatzsuche ausgesetzt. Unterstützen Sie Ihre Kinder bitte dabei und suchen Sie weiterhin nach einem Platz. Denn unser Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schüler ein Praktikum absolvieren werden, da dies eine so wertvolle Erfahrung ist. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie noch Fragen haben bezüglich der Inhalte dieser Präsentation, so wenden Sie sich bitte an die zuständigen Fachlehrkräfte oder an die Tutorinnen und Tutoren. Vielen Dank.